Hallo und herzlich willkommen zurück bei Elden Ring. Wir sind hier beim letzten Mal am Osttor von Raya Lucaria und der Hochstraße von Bellum stehen geblieben. Und ich würde sagen, wir machen uns mal direkt wieder auf den Weg runter ins Seenland, beziehungsweise runter in den See, um genau zu sein. Im Seenland sind wir ja eigentlich noch. Wir waren ja hier oben eigentlich bloß gelandet, nachdem wir uns das Mausoleum angeschaut hatten. Und ich möchte gerne wieder runter, das heißt, dort unten die Erkundungstour fortsetzen und jetzt hier erst einmal zu den Grabsteinen. So, zoomen wir uns die mal. Mal gucken, wo wir sie finden und wo wir hier wieder runterkommen. So, wir steigen am besten mal von Sturmwind ab. Das ist, denke ich, sinnvoller. Da ist auch schon einer sehr schön, würde ich sagen. Ja, nehmen wir den. Obwohl, Moment, ich glaube, den nehmen wir mal besser nicht. Da ist nämlich nichts. Ich glaube, wir müssen dahin. Da sieht halt besser aus. Okay, der rechte wäre dann, glaube ich, ein Fehler gewesen. Junjut. So, nehmen wir mal hier rüber. So, wo ist jetzt hier der Abgang? Schauen wir mal. Da ist er auch schon. Ja, kein Problem. Hier oben auch gut gekennzeichnet mit diesen Glyphentafeln. Vielleicht sollten wir so Glyphentafeln nennen. Vielleicht ist das ja zutreffender. Obwohl hier drauf sind keine Glyphen. Nun gut. So, dann müssen wir wohl da weiter. Mal schauen, dass wir jetzt hier runterkommen, ohne uns den Hals zu brechen. Das wäre ein bisschen schade, wenn das passieren würde. So, da sind wir auch wieder in Lyurnia. Das ist schon mal etwas angenehmer. Und da ist wieder das Mausoleum. Sehr schön, können wir das von hier aus auch nochmal bewundern. Sehr schön, den Blick hatten wir ja auch noch nicht. Und da vor uns ist auch die Akademie. Sehr schön gewunden offensichtlich. Ah ja, okay. Und da hinten haben wir eine Kirche. Wo gucken wir da eigentlich hin? Das sollten wir uns vielleicht mal anschauen. So, das muss hier über den gesamten See sein. Wir schauen mal ganz kurz. Okay, also das ist nicht die Kirche hier vorne. Alles klar, da hinten ist auch noch eine weitere. Okay, gut. Dann sollten wir uns dahin vielleicht auch noch begeben. Gut, würde ich aber sagen, wir müssen erstmal runter. So, suchen wir uns mal einen Weg. Da ist scheinbar der nächste Stein, auf den wir springen können. Und der nächste scheint rechts zu sein. Und lassen wir uns einfach fallen. Alles nicht zu hoch, sehr schön. Springen wir mal dahin. Und dann auf den nächsten da unten rechts. So, das sieht ganz logisch aus hier. So, und der nächste scheint hier links zu sein. Oh, der ist aber weit weg. Das ist aber nicht gut. Moment. Okay, da müssen wir wohl ein bisschen Anlauf nehmen, so wie das aussieht. Na, mal sehen, ob das jetzt gut geht. Ich hoffe jedenfalls. Springen wir mal. Oh je. Yeah. Oh, das war jetzt aber hart an der Kante. Oh, das hätte auch schief gehen können. Na, nun gut. So, aber ich glaube, der letzte Sprung hier ist ungefährlich. Ja, das war ja ein kurzes Stück. Nun gut. So, da haben wir nochmal einen Blick auf das Mausoleum. Und im Hintergrund auf Raya Lucaria. Okay, so. Das Mausoleum können wir jetzt ja wohl auslassen. Wir wissen ja, wie wir das stoppen können. Und sehr interessant, dass wir das nicht dauerhaft gestoppt kriegen. So, da ist wieder der Geisterwirbel, den wir genutzt haben. Und da vor uns sind wieder die Geistersoldaten, die Kopflosen. So, dann würde ich mal sagen, ja, wir halten uns mal rechts. Das ist jetzt, denke ich mal, das Beste hier. So, da sind wieder Adlige gewesen auf Landpartie. Okay. So, jetzt würde ich sagen, tja, halten wir uns mal hier an der Brücke. Ja, und anders ist es ja nicht hier. Ja, wir sollen, glaube ich, auch in die Richtung für den Schimmersteinschlüssel, den wir auf der Karte entdeckt hatten, beziehungsweise wo wir die Karte für entdeckt haben, so ist richtig. Und da vorne ist wieder ein Pavillon. Na gut, dann würde ich sagen, tja, gucken wir uns den Pavillon an. Machen wir den nächsten. Oh, da vorne bewegt sich was. Oh je, da haben wir wieder einen Pluskrebs. Und da ist noch ein zweiter. Okay, gut. Wie wir mit denen klarkommen, wissen wir ja. So, schauen wir uns hier mal nach um. Da drüben ist ein Ort der Gnade, glaube ich. Moment. Ja, da ist ein Ort der Gnade. Sehr schön, war kaum zu entdecken, beziehungsweise kaum zu sehen. Das ist ja großartig. Und dann würde ich sagen, tja, entdecken wir mal. Und dann würde ich sagen, ja, haben wir nichts gemacht. Können wir ja mal kurz rasten. Gucken wir mal, wo wir jetzt sind. Wir sind jetzt an der Brückenrampe des Osttors, alles klar. Gut, also keine Brücke, eigentlich ist das eine Brückenrampe. Gut, und da drüben haben wir mehr eine Libelle. So, ich würde sagen, wir bewegen uns mal in die Richtung. Oh, da drüben ist eine weitere Kirche, sehr schön. Dann würde ich mal sagen, sollten wir uns mal darüber begeben. Und da hinten ist ein Luftballon. Okay, und da sind Flusskrebse, große. Und ein Pavillon. Ich würde mal sagen, wir gucken mal, ob wir an dem Pavillon rankommen, ohne die Flusskrebse aufzuschrecken. Das muss ja jetzt nicht sein. So, da ist eine Statue von Marika, so wie das aussieht. Ich würde mal sagen, wir steigen mal von Sturmwind ab und gucken mal, ob wir da irgendwas drin haben. Mal gucken, ob man hier hochspringen kann. Das sieht so aus, als würde das gehen. Gut, da müssen wir uns mit den Flusskrebs nicht auseinandersetzen. Und wir haben irgendwas gefunden.
Ein Schmiedestein der Stufe 2. Gut, da sag ich nicht, nee, nehmen wir gerne mit. So, dann ist da drüben wohl, tja, unser nächstes Ziel. Ja, eine Kirche, so wie es aussieht. Na, dann würde ich sagen, reiten wir da mal rüber. Hier sieht es erstmal ungefährlich aus. Das ist gut, sehr schön. Ach, da ist ja auch noch ein Luftballon, ein Heißluftballon. Den sollten wir uns auf jeden Fall auch holen. Na, dann würde ich sagen, fangen wir lieber damit an. Das ist auf jeden Fall besser. Oh, da drüben ist ja noch ein weiterer. Na, das ist ja sehr interessant. Gut, okay, na dann halt zwei Luftballons. Okay, kein Problem. Also, damit habe ich nur das geringste Problem. So, dann würde ich sagen, tja, sollten wir mal absteigen und mal unsere Armbrust ausrüsten. So, hier nochmal ins Inventar und legen mal die Knochensplitterpfeile erstmal ab. Die brauchen wir da nicht. Und dann nehmen wir mal unsere Soldatenarmbrust und legen uns die mal zusätzlich an. Da sind wir jetzt bei einer großen Last, das ist ein bisschen unschön. Aber nun gut. Oh, da hängen auch wieder Marionettensoldaten dran. Das soll uns mal nicht stören, dann würde ich sagen, nehmen wir die Armbrust raus und machen wir ein bisschen anders. Nehmen wir uns die Marionettensoldaten direkt vor. Mal gucken, der kommt auch direkt runter, sehr schön. Okay, jetzt haben wir den Zielfokus verloren, das ist ja sehr interessant. So, kommt der jetzt? Okay, das ist einer mit der Armbrust, mit dem Bogen. Gut, wir nehmen mal das Schwert raus, wenn der da so einen Aufriss macht. Aha, jetzt kommen die anderen Beben auch noch runter. Nehmen wir mal die Heilige Klinge. Das hat jetzt nicht funktioniert. Das ist unschön. Mal gucken, ob wir die jetzt hier erwischen können. Müssen wir uns von dem mal nicht erwischen. Die klaut uns hier nämlich ein bisschen viel Ausdauer. Die fängt mir ja nicht. So, der erste ist mal ausgeschaltet. Wir springen mal kurz beiseite. Das macht jetzt sich aber nicht so gut. Jetzt haben wir keine Ausdauer mehr. Und wir nehmen mal einen Schluck aus der Flasche. Na, das ist aber unschön. So wollte ich das jetzt aber nicht haben. Wollte ich eigentlich einzeln haben. Aber das scheint nicht funktioniert zu haben. Nee, ja. Egal, so, der ist ausgeschaltet. Jetzt haben wir nur noch einen. Das macht die Sache angenehmer. Und wir scheinen direkt unter dem Ballon zu stehen. Oh, und wir haben irgendwas gefunden. Ein Kuckucksschimmerstein. Okay, ja, wir scheinen direkt unter dem Ballon zu stehen. Der Schatten deutet das an. So, gucken wir mal. Das ist ein bisschen schlecht zu treffen da oben. Und wir sehen ja wieder großartig aus. Mit den ganzen Pfeilen da drin. So, dann schießen wir mal den Luftballon runter. Sehr schön, das ist erledigt. Und wir haben eine goldene Rune der Stufe 6 wieder bekommen. Großartig, sehr, sehr schön. So, und da hinten ist der nächste Luftballon. Dann sollten wir wohl dahin reiten. Und wir haben wohl eine Flaschenaufladung erhalten. Also war das ja nicht schlimm, dass wir uns da haben treffen lassen. So, probieren wir das nochmal in hübsch. Das heißt, wir versuchen mal nur, den Marionettensoldaten da zu erwischen. Mal gucken, ob der jetzt alleine runterkommt. So, dann nehmen wir gleich mal das Schwert raus. Und, nee, okay, jetzt kommt der zweite auch wieder. Das ist nicht so schön. So, der kriegt die heilige Klinge ab. Und der zweite, was ist das für einer wieder? Welch? Einer mit dem Bogen. Okay. Oder bist du Gen, muss man ja eher sagen. So, ist der Usch ausschaltet. Und wir haben eine Libelle. Die guckt ein bisschen neugierig. So, und jetzt wird das hier wieder eine Slapstick-Nummer. Oder was machen wir jetzt hier? Komm mal hier, Freundchen. Ach, großartig. Gut, warten wir, bis es sich aussieht. Oh, da hinten sind ja drei weitere Luftballons. Na, großartig. Ich glaube, wir haben noch ein bisschen was zu tun hier. Oha. Und jetzt ist diese Libellentier ausgewichen. Na, nicht schön. Laufen wir dem mal ein bisschen nach. Wir haben sonst nichts zu tun. Und mal die heilige Klinge. Oha. Und da ist er ausgeschaltet. So, und ich denke, wir haben wieder einen Kopf einer großen Libelle gefunden. Oder umgekehrt. Ja doch, ist schon richtig. So, da ist der Luftballon laut Schatten. Genau. Dann nehmen wir mal die Armbrust wieder raus und schießen uns den mal runter. Sehr schön. Und wir haben wieder eine goldene Rune Stufe 6 gefunden. Sehr, sehr schön. Oh. Da hinten ist ein weiterer Ort der Gnade. Dann wird X sagen, ja, gehen wir mal zum Ort der Gnade. Okay, genug Runen haben wir, glaube ich, noch nicht zusammen, um jetzt einen Stufenanstieg zu machen. Ah, wir sollten das wohl mitnehmen. So, ich glaube, wir sollten unter den Schädel hier mitnehmen. Na, das ist ja großartig hier, das lohnt sich ja. So, wir haben eine weitere goldene Rune Stufe 1 gefunden. Wir haben da drüben weitere Luftballons und wir haben Ort der Gnade, meine Güte. Und wir haben eine Kirche vor uns. Na gut, okay. Fangen wir mal mit den Luftballons an oder beziehungsweise bleiben wir dabei, nachdem wir hier den Ort der Gnade entdeckt haben. Und da wir gerade ein bisschen was verloren haben, würde ich sagen, ja, rasten wir einfach mal. Dann sehen wir auch gleich, ob die Luftballons hier wiederkommen. Aber nein, werden sie natürlich nicht. Dann dürften auch die Marionettensoldaten weg sein. Das ist ein bisschen schade. Nun gut. Kann man natürlich in Ruhen farmen. Nun gut. So, dann würde ich sagen, wir steigen mal kurz auf Sturmwind und verkürzen mal die Strecke ein bisschen oder kürzen ein bisschen ab. Und so weit ist es ja nicht, wie ihr dacht. So, da haben wir den nächsten Luftballon. Probieren wir das nochmal. Da scheinen jetzt aber nur zwei dran zu hängen. Nee, doch, sind drei. Okay. Bei ihnen war nicht zu sehen. Mal sehen, ob das jetzt hier linkt. Wir lassen den mal kommen. Vielleicht funktioniert das ja.
Und dann waren wir ja zu dicht dran. Und jetzt haben wir die Bälle aufgeschaltet. Nee, oder was hat denn der da gerade gemacht? Warum ist der umgefallen? Das ist ja merkwürdig. Okay, der mag jetzt überhaupt nicht zu uns kommen. Gut, wir nehmen mal die Armbrust raus, wenn die sich da nicht mal mit uns beschäftigen wollen. Was macht die Bälle da? Ich glaube, der Tier ist ziemlich verwirrt, wenn ich mir dazu angucke. Fliegt immer im Kreis. Das will einen hypnotisieren, habe ich das Gefühl. Also das ist sehr beruhigend hier, der so hin und her und... Okay, jetzt reicht es ja mal langsam mal. Mal gucken, ob wir die hier mal irgendwie an uns andocken können, an uns heranlocken können. Mal gucken, ob das funktioniert. Nee, natürlich nicht. Das war irgendwie klar. Okay, und der Marionettensoldat möchte ohne Schmachen. Ich glaube, wir brauchen erstmal einen Träger. Das heißt, wir werden uns erstmal um die Marionettensoldaten kümmern. So, der hat sich die Halie-Klinge gefangen. Das ist sehr schön, möchte. Oh, was haben wir denn da hinten? Ach, da haben wir wieder große Landoktopusse. Zwei Stück. Und wir haben die Libelle neben uns. Jetzt war sie ein bisschen zu neugierig. Sehr schön. Die Ablenkungstaktik hat funktioniert. Und wir haben wieder den Kopf einer großen Libelle gefunden. Und wir haben zwei Marionettensoldaten vor uns. Einer hat sich schon mal die Heilige-Klinge gefangen. Und der zweite auch. Und die haben uns nicht getroffen. Sehr schön. Haben ohne Stab bei, so wie das aussieht. Sehr schön. Oder auch nicht. So, dann können wir uns jetzt um den Luftballon kümmern, der über uns ist. Den Heißluftballon hier runterholen. So, mal gucken, ob wir wieder eine goldene Rune Stufe 6 kriegen. So, der Luftballon ist erledigt und wir haben wieder eine goldene Rune der Stufe 6. Nur das läuft doch sehr schön. Nur das sind jetzt mindestens schon mal 6000 Runen gewesen, die Beben-Luftballons. Waren ja drei. Also die drei Luftballons. So, da haben wir einen weiteren Marionettensoldaten und wir haben diesmal nur zwei, so wie das aussieht. Sehr interessant. Wir nehmen mal das Schwert raus und wir nehmen mal die heilige Klinge. Ah, der hat auch mal einen Speer in der Hand, so wie das aussieht. Der ist erledigt. Und der schießt jetzt mit den Armen. Ne, mit dem Bögen. So, und da ist er ausgeschaltet. So, und der hat irgendwas dabei. Ein Kuckucksschimmerstein. Sehr schön. So, dann können wir uns wohl um den Luftballon kümmern. Das läuft der hier. So, wir nehmen wieder die Armbrust raus. Selbes Prozedere. Und schießen dann daneben. Na, das ist ja interessant. Falscher Winkel oder so. Keine Ahnung. Und wir haben wieder eine goldene Rune der Stufe 6 gefunden. Das ist ja fast langweilig hier. Oh, fast ein bisschen zu einfach. So, hier haben wir einen weiteren Schädel. Einen leuchtenden und eine weitere goldene Rune der Stufe 1. Sehr schön, das läuft doch großartig. So, und dann haben wir noch einen weiteren Luftballon da hinten. So, holen wir mal Sturmwind. Das scheint ein bisschen weiter zu sein. Und dann würde ich sagen, ja, sobald wir da sind, schalten wir uns wieder die Marionettensoldaten auf. Und mal gucken, ob das jetzt funktioniert. Wir warten mal auf den hier. Mal gucken, ob der jetzt herkommt. Was macht der da? Okay, der ist ein bisschen verwirrt. Ich glaube, der muss sich erstmal bewegen, nachdem er da so lange rumgehangen hat. Ah ja, dann kommen die anderen auch nicht runter. Dann nehmen wir nochmal die Armbrust und schießen den mal an. Okay, naja, wenn er sich bewegt, ist das natürlich schlecht. So, das hat jetzt gesessen. Mal gucken, ob er jetzt mal herkommen möchte. Okay, das funktioniert. So kann man die auseinanderziehen. Interessant. So, dann lassen wir dem mal hier seine Sache machen. Okay, das hat er jetzt irgendwie... Ja, war jetzt nicht erfolgreich. So, da ist er ausgeschaltet. Was war denn das jetzt mit den Speeren hier noch zum Schluss? Das sah ja merkwürdig aus. Gut, kleiner Animationsbug, würde ich sagen. So, dann würde ich sagen, machen wir das gleiche nochmal und schießen uns den nächsten runter. Der scheint auch Speere zu haben. Der war jetzt ein bisschen verfrüht unten. Okay. Gut, okay, nehmen wir das Schwert raus. Ist, glaube ich, besser. Da schießen wir hier unsere Bolzen. Wir haben zwar genug, aber ist auch real. Muss mal den hier mal zuhauen. Ach, das war ja nett. Antäuschen mit der oberen, mit dem oberen Speer und mit dem anderen zustechen. Na, das ist aber gemein. So, und wir haben wieder einen Kuckucksschimmerstein gefunden. Und da oben haben wir einen Heißluftballon. Gut. Also, dann wieder die Armbrust raus. Meine Güte. So, erledigt. Und wir haben eine weitere goldene Rune der Stufe 6 gefunden. Damit haben wir insgesamt 5 wohl gefunden. Was denn wohl heißt, dass wir gerade 10.000 Runen gemacht haben. Ohne die... Ja, ohne die Soldaten. So, ich glaube, wir können mal die Armbrust ablegen. Hier scheint nämlich kein weiterer Luftballon mehr zu sein. Gut, okay. Und da oben musste Tor sein, glaube ich, wo wir hier gestartet sind. Das musste Osttor sein. Wir schauen mal ganz kurz auf die Karte. Ja, das ist das Osttor. Alles klar. Oh, und wir haben Teil von der nächsten, von der nächsten Zone aufgedeckt bekommen. Das ist natürlich großartig. Beziehungsweise, das muss ja auch noch zum Seenland gehören. Da hinten ist das Kartenfragment. Ich glaube, wir sollten uns in die Richtung umschauen. Dann müssen wir uns wohl mal umdrehen, so wie das aussieht. Gut. Also müsste das jetzt nach Westen sein. Da hinten muss das irgendwo sein. Also da. Wo die Landoktopusse sind. Gut. Ja, jetzt hatten wir aber hier die Insel. Moment. Oder
Tja, ich würde sagen, das ist eine Insel. Was andere kommt hier nicht in Frage, wenn es mitten im See liegt. Oh, hier mit der Kirche. Eigentlich müssen wir uns hier umschauen. Gut, wir wissen aber, wo das nächste Kartenfragment gibt. Das kann nicht so schwierig sein. Dann würde ich sagen, reiten wir mal rüber. Nochmal zu dem Ort der Gnade und gucken uns hier in der Ecke um. Vielleicht gibt es hier noch irgendwas. Nee, jetzt haben wir auch noch die Armbrust angelegt. Das ist ungünstig. Die sollten wir noch loswerden. So, das ist auf jeden Fall besser. Oh, so, haben wir das. So, und dann werden wir mal hier rumreiten. Was haben wir hier? Eine Blutrose. Gut, wir haben eine Blutrose gefunden. Sehr schön, die findet man ja auch nicht alle Tage. Und jetzt ist es schlagartig neblig geworden. Na, bloß gut, dass wir uns vorher umgeschaut haben. So, da vorne ist der Ort der Gnade. Sehr schön. Ja, dann könnten wir eigentlich mal gucken, ob wir nicht einen Stufenanstieg machen könnten. Oh, das würde sie jetzt eigentlich anbieten. Wie viele Runen haben wir? Moment. Wir haben 8800 Runen. Na, das sollte doch auf jeden Fall reichen. Wir schauen mal ganz kurz in den Status, bevor wir uns hinsetzen. Uns fehlen keine 10.000 Runen etwas. Ah, 9.400. Wenn ich jetzt nicht völlig schief liege. Gut. Nee, weniger so, ja. Okay. Gut, dann würde ich sagen, brauchen wir aber trotzdem erst einmal 5 Runen. Nee, 4. Machen wir mal mit 4 erstmal nehmen für den Rest. Die kleinen Runen. Gehen wir mal ins Inventar und öffnen uns mal 4 goldene Runen der Stufe 6. So. Das waren jetzt 8000 Runen. Wir haben 16.800. Sehr schön. Wenn wir jetzt eine mehr geöffnet hätten, wären wir drüber gekommen. Das wollte ich nicht. Also schauen wir noch mal ganz kurz, wie viel uns jetzt genau fehlen. Da fehlen uns jetzt, ach, das ist ja nicht mehr viel, leider etwas mehr als 600. Also brauchen wir 4 Runen der Stufe 1. Gut, machen wir das. Die geben uns immerhin 800 Runen. So, dann suchen wir uns mal 4 hiervon. Beziehungsweise öffnen uns hiervon 4. Haben wir das auch schon? Haben wir 17.600 Runen, das ist sehr schön, das war jetzt ungefähr mit 17.500 knapp. Dann können wir jetzt am Ort der Gnade rasten und einen weiteren Stufenanstieg machen. So, dann würde ich sagen, gucken wir mal rein. So, wir sind jetzt Stufe 54, wir haben, ja, nicht ganz 200 Runen mehr, als wir brauchen. Wir haben jetzt Kraft 25, wir haben Geist 15, Kondition, ja, das wäre auch nochmal was. Geschick, naja, Weisheit, Glaube. Ich würde sagen, wir setzen mal nochmal auf Stärke oder auf Kraft. Wir schauen mal ganz kurz. Okay, gibt 33 Lebenspunkte. Ist natürlich nicht verkehrt. Das kann uns vor vielen bewahren. Wir schauen mal ganz kurz bei Stärke. Da kriegen wir auch nochmal Verteidigungskraft. Ja, dann würde ich sagen, ziehen wir mal Stärke nach auf 23 bei Stufe 55. So, gehen wir die 17.497 Runden mal aus. Sehr schön, da sind wir auf Stufe 55. Na, das läuft doch. Gut, so, dann würde ich sagen, tja, sollten wir uns hier mal umschauen. Ja, wo sind wir jetzt eigentlich? Ich habe gar nicht geguckt, wie der Ort der Gnade heißt. Gucken wir mal ganz kurz. Das ist die Zauberinsel. Also mit Insel lag ich schon mal nicht falsch. Okay, das könnte natürlich, das könnte natürlich die Insel sein, die auf der Karte verzeichnet war. Mal sehen. Die Karte, die wir am Südtor von Raya Lucaria gefunden haben. Gut, dann schauen wir uns hier mal um. So, oh, da vorne leuchtet was verdächtig blau. Okay, haben wir etwa keine Kirche? Nee, wir haben wieder ein magisch verschlossenes Portal. Das heißt, wir haben wieder eine Art, ja, Turm wie auf der Halbinsel der Tränen. Na nun gut. So, der Tor ist verschlossen. Da bin ich gespannt, was wir jetzt machen müssen. Wir werden uns mal hier der Stege nähern und mal gucken, was hier geschrieben steht. Sucht drei weiße Bestien. Aha, das gleiche wie bei dem anderen. Oh, das ist ja merkwürdig. Gut, dann müssen wir... Oh, was ist jetzt? Okay, was haben wir jetzt? Das ist irgendwas Neues. Okay, die sehen ein bisschen aus wie ertrunkene Zombies oder so. Ich habe keine Ahnung. Oh, die halten sie mal aus. Das ist jetzt ein Treffer. Kommt der hier gleich an? Was ist das denn? So, schalten wir den mal aus. So. Und gleich 4 von der Sorte hier. Okay, viele Runen scheinen nicht zu sehen. Wir haben 206. Na gut. Und die sind doch scheinbar harmlos. Halbwegs. Oh, da kommt ja noch einer. Wo kommt der jetzt her? Wir springen mal zur Seite. Und erledigen den hier. Okay, den haben wir auch getroffen. Den haben wir nach hinten weggeguckt. Der greift uns an. Und da ist noch einer. Oha, Moment mal. Das wäre nie weniger. Das ist aber nicht schön. Was macht der denn jetzt? Hier kommt der mit erhobenen Händen auf uns zu. Vielleicht will er sich ja ergeben. Und sieht mir aber ein bisschen zu bedrohlich aus.
Okay, der hier ist nämlich aus... Oh, warte, jetzt sind wir, das hat uns die Ausdauer geklaut. Das ist nicht schön. Okay, und da sind schon wieder einer aufgestanden. Bin ja etwas erstaunt. Wir nehmen mal das Schild hoch und versuchen, den ans Target zu kriegen und den auszuschalten. Okay, geben 65 Runen. Na gut, okay. So, schalten wir den mal aus und den dahinter. So. Okay. Gut, das sind es noch zwei. Mal sehen, ob wir die hier ausschalten können. So, der sollte auch nicht gleich erledigt sein hier. Ah, da kommt schon wieder einer aus dem Boden. Das ist ja interessant. Schalten wir den mal aus. So, und den hier. So, vielleicht hört ihr mal irgendwann auf. Ich habe irgendwie das Gefühl, die kommen immer wieder. Da sind schon wieder welche. Na, das ist ja lustig. So, oder auch nicht. Ich weiß nicht. Oh, jetzt hat er... Oh, jetzt beißt er uns. Ich sag ja, Zombies. Oh, jetzt sind es fünf. Ich glaube, wir ziehen uns mal zurück. Da ist ja noch einer. Das muss ja jetzt nicht sein. Da oben steht noch einer. Okay, das ist jetzt ein bisschen komisch. Gut, wir mal beiseite. Was heißt einer? Oha. Ja, das sind aber ein bisschen viele hier. Meine Güte. Und der greift uns an. Der hat nach uns hier schnappt. Oder ist nach uns hier gesprungen. So, eigentlich sollen wir drei weise Bestien, Tiere finden. Ah ja, da unten ist eins. Definitiv. Okay, und das sollten wir uns mal kümmern. Okay, da ist wieder eine Schildkröte. Gut, dann werden wir uns mal die Schildkröte vornehmen. Ich würde die anderen mal auslassen. Die scheinen nicht zu... Ja, die scheinen nicht tötbar zu sein. Wenn nicht so richtig jedenfalls. Wenn ich das jetzt richtig gedeutet habe. Okay, dann müssen wir uns vor hier recht vorsichtig umschauen. Gut, wir werden gerade nicht angegriffen. Ich glaube, Zeit für eine kleine Heilung. Oh, gut, okay. Eins der Tiere haben wir gefunden. Dann fehlen uns ja nur noch zwei. Na, großartig. Gut, bin ich mal gespannt, ob wir das rausfinden. Das wäre natürlich großartig, wenn uns das gelingen würde. Mal schauen. Wir nehmen uns erstmal die Kristallknospe hier mit. Und sind mal einfach vorsichtig. Ja, vielleicht sollten wir den Assassinen-Schritt benutzen und uns durchschleichen. Okay, ein bisschen gespenstisch hier. Und im wahrsten Sinne des Wortes würde ich fast sagen. Obwohl, so richtige Gespenster sind das nicht. Das sind irgendwie Geister-Zombies, würde ich sagen. Und vor allem sind das Wiedergänger. Also Wiedergänger trifft auf jeden Fall zu. Oh gut, so, schauen wir mal, ob wir noch irgendwas entdecken können hier. So, da vorne ist der Turm. Ich glaube, wir sind schon immer rumgelaufen, das war ungünstig. Na, mal schauen, vielleicht ja weiter unten. Naja, wir ziehen mal einen großen Bogen hier auf der Insel. Aha, da unten ist die nächste Schildkröte. So, dann sollten wir hier vielleicht runterspringen und das Tier mal erledigen. Und da ist es ausgeschaltet, bis es erledigt. Und wir haben irgendwas gefunden. Ah ja. Ne, Erdenblattblume, na großartig. Gut, das war jetzt mäßig spannend. Dann haben wir hier wohl noch eine Herber. Genau. Und wir schauen uns mal weiter um. Oh, hier geht's, glaube ich, ein bisschen weit runter. Ne, obwohl so hoch sieht das nicht aus. Okay. Ich weiß aber nicht, ob das noch zu der Insel gehört. Wir nehmen mal Sturmwind und gucken uns mal weiter um. Und wir machen noch eins, wir nehmen einen Schluck aus den Himmelstränen. Die FP sind bedenklich niedrig gewesen. So, ich würde sagen, wir springen mal hier runter. Ja, das sieht von oben aber ziemlich gefährlich aus. Gut. Aber das war nicht so. So, hier haben wir noch eine Kristallknospe. So, und wir werden jetzt erstmal nicht zu einem Ort der Gnade reiten, bevor wir hier nicht das dritte Schildkrötentür gefunden haben. Ja, mal sehen, ob das wieder irgendwo versteckt ist. So wie bei dem anderen Turm. Ja, mal gucken, ob wir das finden können. Oder ob das diesmal einfacher ist quasi und wir das irgendwo in der Landschaft erspielen können. Und bin ja erstmal schon froh, dass wir zwei entdeckt haben. Obwohl ich jetzt nicht behaupten möchte, dass ich mir die Position gemerkt habe. Falls wir das zurücksetzen müssen und dann nochmal auf Suche gehen. Ja, dann würde ich nicht sagen, dass ich die nochmal finden würde. Ja, vielleicht bewegen die sich ja auch, wer weiß. So, hier ist erstmal nichts. Da und doch, hier ist was. Das nehmen wir auf jeden Fall mit. So. Ein weiterer leuchtender Schädel und eine weitere goldene Rune der Stufe 1. Die sollte man ja immer mitnehmen, bin ich jedenfalls der Meinung. So, schauen wir uns mal weiter um hier. Da ist irgendwas. Das ist ein Leuchteschädel. Oh gut, verdächtig. Leuchtet aber leider das falsche Leuchten. Und da drüben haben wir einen weiteren Leuchteschädel. So, da vor uns scheint auch noch irgendwas zu sein. Ich meine damit nicht die Welle. Da oben ist ein Albinaurig, okay, den ignorieren wir jetzt mal. Und da vorne ist ein weiterer Leuchteschädel, sehr schön. Großartig ist eingesteckt, die Libelle ignoriert uns, das ist, oh gut. Wir haben drei Schädel, aber die haben keine Ruhm für uns, schade eigentlich. Ich denke, wir müssen wieder nach oben reiten. Ja, aber ist gut, schauen wir uns erstmal hier unten um. Ach, da ist wieder die Blutrose, okay, sind immer am Kreis geritten. Gut, dann sind wir immer um die Insel rumgeritten. So, schauen wir uns mal
nach dem dritten Geistertier um. Mal sehen, ob wir das finden können. Also die anderen Geister sind noch da. Also diese Zombie-Wiedergänger. So, mal sehen, ob wir irgendwas entdecken können, was uns jetzt hier weiterhilft. Hier muss es doch was geben. Wir wissen ja jetzt eigentlich, wie es läuft. Na, mal sehen. So, und die greifen eigentlich an, wenn man Abstand hält. Das ist auch gut. Sehr schön. Na, mal gucken. Muss ja hier oben eigentlich irgendwas geben. Das wäre jedenfalls so meine Vermutung. Oh, kann ja nicht alle zu weit unten liegen. Na, mal sehen, ob uns das gelingt, das dritte gesuchte Tier zu finden. Das dritte weiße Tier. Also sprich, die dritte Schildkröte. Oh, sieht aber erstmal nicht so aus. Oh. Ne, hier sieht es irgendwie nicht danach aus. Vielleicht wieder irgendwo versteckt, wer weiß. Tja, müsste man jetzt einen Hinweis zu finden. Hm. Hier ist so eine Fläche, wo ich sagen würde, hier könnte doch eine sein. Hm. Nein, 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 da unten ist schon wieder der Ort der Gnade, das ist aber unschön. Oh, hier wird mal ganz schön nach weißen Sand geschickt. Oh, da soll ich jetzt ziemlich viel suchen, wie auch immer. Oh, mal gucken. Wir müssen mal aus einem anderen Blickwinkel gucken. Und dann reiten wir doch nochmal andersrum. Oder vielleicht dichter an den Turm ran. Mal sehen. Vielleicht muss man sie an die Farbe geben dafür. Oder wer ist es oben? Das kann natürlich auch sein. Wir bleiben am besten nicht stehen. Die Wiedergänger sind ja ein bisschen langsam. So, gucken wir mal hier am Turm rum. Hier sieht es erstmal nicht danach aus, ne? Hier scheint es zu sein. Ne, nicht wirklich. Schade eigentlich. Und gut. Tja, wer weiß, wo der Tier ist. Die Musik gefällt mir ja nicht so im Hintergrund. Das ist ein bisschen bedrohlich, aber nun, das hält sich in Grenzen. Oha, wir springen mal zurück. Das war jetzt hier ein bisschen knapp. Aha, Moment, da ist es. Da muss man... Nee, da oben. Nee, da oben. Der hängt am Baum. Was macht denn die Schildkröte am Baum? Also Schildkröten am Baum, ne? Ich weiß ja, oh nee. So, ich würde mal sagen, kriegen wir die aufgeschaltet? Nee, nicht wirklich. Das ist aber ungünstig. Was machen wir jetzt? Kommt man da ran? Ah, jetzt. Und die heilige Klinge. Und wir haben es geschafft. Und das Siegel des Turms ist aufgehoben. Und die Wiedergänger sind weg. Na, großartig. Na, das muss man aber auch mal sehen. Eine Schildkröte am Baum platzieren. Darauf muss man erstmal kommen. Na, nun gut. Na, dann können wir uns doch den Turm anschauen. Hier auf der Wiese Zaubererinsel, glaube ich. Wir schauen noch mal ganz kurz auf die Karte. Da ist der Ort der Gnade. Und da ist die Zaubererinsel, ja. Dann bin ich mal gespannt, was wir jetzt im Turm finden. Also wenn wir nochmal einen Talisman-Slot finden, wäre das nie verkehrt. Mal sehen. Bin gespannt. Oh, was haben wir da? Moment mal. Das ist irgendwas? Was ist denn das sitzen da? Moment mal. Ach, das ist die Stege. Jetzt leuchtet die so wunderschön. Meine Güte, das ist ja großartig. Okay, jetzt hat das Leuchten ein bisschen nachgelassen, habe ich das Gefühl. Na egal. So, wir werden mal in den Turm gehen. Mal gucken, was wir hier entdeckt haben. Wir haben Testos-Turm entdeckt. Ich glaube, wir haben den Turm eines Malers gefunden, wenn ich mir das so anschaue. Hier sind überall Gemälde. Na gut, jetzt kann es sein, dass wir einfach nur wieder ein Gemälde finden. Und wir haben eigentlich noch zwei, nachdem wir uns umschauen müssen. Oh, eins hat man noch aus Schloss Sturmschleier. Und eins haben wir hier an der Hütte des Künstlers entdeckt. So, dann würde ich sagen, klettern wir mal nach oben. Mal gucken, was wir oben auf der Spitze des Turms entdecken werden. So, gucken wir mal, ob hier oben irgendwas auf uns lauert. Sind wir mal nicht zu mutig. Hier scheint es aber nicht zu geben. Also jedenfalls nicht zu geben, was uns angreift. So, und wir kriegen nochmal einen netten Blick durch den Wald auf den Wald. Also kriegen wir einen Ausblick. Dann müssen wir, glaube ich, erstmal nach oben. So, und dann müssen wir das gleiche wie bei dem anderen Turm. So, oben im Turmzimmer, das auch recht ähnlich aussieht. Die ist ein bisschen anders dekoriert. Also definitiv nicht das... Ja, das sind hier definitiv nicht die Gemächer eines Astrologen. Und hier hinten haben wir wunderschöne Gemälde. Ist das Schloss Sturmschleier? Bin mir nicht sicher. Nun gut. Ja, eigentlich könnte man hier noch ein bisschen Zeit verbringen und sich ein bisschen die Gemälde anschauen. Das könnte hier tatsächlich Schloss Monet sein. Oder Schloss Morn, je nachdem, wie man es aussprechen möchte. So, und wir haben eine Truhe. Nur dann würde ich sagen, ja, machen wir uns die Truhe mal auf. Und gucken mal rein. Und wir haben tatsächlich nochmal einen Speicherstein gefunden. Das ist natürlich großartig. Sehr, sehr schön. Na, das ist doch was. Gut, das ist jetzt kein Talisman-Slot. Das ist jetzt ein Zauber-Slot, aber das ist univerkehrt. Tja, müssen wir zum Ort der Gnade. Gut, der ist direkt unter uns. Also würde ich sagen, tja, steigen wir mal vom Turm wieder ab. Ja, sind wir mal vorsichtig. Wir müssen jetzt nicht runterspringen. Wir nehmen die Leiter. Wir sind zivilisiert. Also klettern wir ganz in Ruhe hier runter. Beziehungsweise rutschen runter. So, geht ein bisschen schneller. Ja, dann können wir jetzt einen fünften Zauber anlegen. Das ist ja großartig.
Na, das ist doch was. Dann würde ich mal sagen, tja, gehen wir nochmal zum Ort der Gnade und rasten da nochmal. Dann würde ich mal sagen, tja, müssen wir uns mal was einfallen lassen. Also muss ich mir jetzt was einfallen lassen, um genau zu sein. Tja, was wir jetzt für ein Zauber anlegen. Mal sehen. Wie immer an den Ort der Gnade und gucken uns das mal an, was mich da so anspringt. Also, da sind die Zauber. Und wir haben jetzt tatsächlich einen weiteren Speicherplatz für unsere Zauber. Sehr, sehr schön. Tja, haben wir eine zur Auswahl. Wir haben die Heilung, wir haben die göttliche Festigung, Heilig-Schadenresistenz, na nun gut. Entfesselt eine Schockwelle, die Gegner wegschließt, die Zurückweisung, gut. Dann haben wir noch den Assassinenschritt. Oh, wir haben den Aspekt des Schmelztiegelsritter Hörner. Na, das wäre natürlich unerwartet, müssten wir auch noch ausprobieren. Das haben wir, seitdem wir den Schmelztiegelritter in Schloss Sturmschleier besiegt haben, bezwungen haben, nachdem er sich zu Tode gestürzt hatte, noch gar nicht ausprobiert. Was haben wir noch? Klinge der Ordnung. Da haben wir wieder das gleiche Problem. Da fällt mir ein, eigentlich müssten wir in die Tafelrundfeste zurück und mal die dunkle Klinge holen. Gut, dann haben wir noch Geht in Flammen auf. Die bestialische Schlinge, da haben wir das falsche Siegel im Prinzip für bisher gesteigert. Ja, Giftnebel, na, das wäre natürlich was. Das haben wir noch ja nicht so richtig ausprobiert. Ich würde sagen, ja, wir legen uns da mal den Giftnebel hin. So, ja, spielen wir mal ein bisschen damit. So, ja, da wird sich hier sicherlich im Sumpfland, oder besser im Seenland, eine gute Gelegenheit für ergeben. Da würde ich gerne mal was ausprobieren. Na gut, aber dazu werden wir dann wohl erst beim nächsten Mal kommen. Für heute soll es das nämlich gewesen sein. Jetzt machen wir uns von hier aus nicht mehr auf den Weg, auch wenn wir da drüben schon die Kartenstege auf der Karte entdeckt haben. Das können wir dann beim nächsten Mal machen. Für heute, wie gesagt, soll es das gewesen sein. Ich denke, das war ganz erfolgreich. Wir haben ja die Luftballons gemacht. Wir haben einen Schmiedestein der Stufe 2 gefunden. Wir haben einen Speicherstein gefunden und haben diese Rätsel, die am Turm gelöst. Zuvor natürlich. Nun gut. Okay. Ich hoffe, die Folge hat euch gefallen und ihr seid auch beim nächsten Mal wieder mit dabei, wenn es hier mit Elden Ring weitergeht. Bis dahin, macht's fein, ciao, ciao und bis bald.